Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind wieder auf der nordfriesischen Marsch, vierfach ohne Gräben. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. Und ich habe fleißig weiter Kartoffeln gerodet. Offscreen. Der erste Roder ist schon fertig mit der Arbeit. Und hier werden die letzten Bahnen oder Meter jetzt gerodet. Ihr seht, in-game, es ist ja fast Viertel vor 12 Mitternacht. Es hat also ein paar Stunden gedauert, bis das Feld fertig gerodet war. Aber naja, wat mut dat mut, ne? Abfahrer sind alle hier. Ja, die letzten beiden Roder. Der rechts, der gerade übergeladen wird, fährt jetzt nochmal zum Feldrand. Ende. Und dann wieder zurück, dann ist der auch fertig und der hier ist auf den letzten Metern. Und dann haben wir das mit dem Kartoffeln erledigt. Es ist diesmal nicht so ausgeufert wie auf der Obertal. Nee, es war hier bedeutend einfacher. Ja, zum Abtanken während der Fahrt. Die Fehler liegen wie immer im Detail. Fakt ist, die Fahrt, die Roder oder die Drescher müssen so fahren, dass das Rohr immer außerhalb der Frucht ist und somit auch die Abfahrer nicht in der Frucht fahren. Dann, so wie wir das gesehen haben bei dem Deutz, der hatte das bei einem Roder immer wieder hingekriegt, dann funktioniert das auch, wenn man Roder oder Drescher auf 0% einstellt. Sobald die Abfahrer die in die Frucht rein müssen, so wie sie es hier jetzt wahrscheinlich machen müssten, funktioniert das nicht mehr. Man muss also einen kreisförmigen Kurs haben, zum Beispiel indem man den AI Vehicle Extension benutzt oder aber spiralförmig einstellt bei Cosplay statt hoch und runter, so dass das Rohr immer zum Feldrand zeigt, wo schon geerntet wurde. Dann machen die Abfahrer das. Ich werde es bei Gelegenheit wieder testen, wenn es soweit ist, dass sich da eine Gelegenheit bietet. Aber der Klaus hat das so ausführlich und anschaulich beschrieben in den Videokommentaren zum letzten Video. Das kann so nur funktionieren. Das ist richtig absolut einleuchtend. Klaus, nochmal vielen lieben Dank dafür. So. Zweiter Roder ist fertig. Jetzt müsste jeden Moment ein Abfahrer hier gerufen werden. Jawohl. Dann nehmen wir den Roder auch beiseite. Dann fehlt nur noch der dritte. Wir müssen dann die Abfahrer alle leer machen und wegparken, nicht? Und dann gucken wir mal nach der Gesamtausbeute. Also, es war schon. Der John Deere ist immer zur Brennerei gefahren. Und die Brennerei war dann voll. Da gehen wir dann gleich gucken. So. Fahrer entlassen, Kurs löschen. Fahr den Roder jetzt beiseite, wo er nicht stört. Wunderbar. So, gucken wir mal. Ja. Also beim Start des Projekts wurden ja schon weit über 4 Stunden angezeigt und jedes Mal beim Abtanken hat das natürlich wieder gedauert. Das heißt, die Roder waren jetzt bestimmt gefühlt, würde ich sagen, gute 6 Stunden zugange hier. 6 Stunden. Ach Gott. Ich weiß schon warum. Ja, Zuckerrüben gehen noch, ne? Aber Kartoffeln ist so das Schlimmste. Mit einem normalen Roder, nee. Mit Zuckerrüben kann man noch ein bisschen was machen, aber Kartoffeln sind ganz, ganz schlimm. Gut. Kraftstoff, Viertel Tankfüllung haben sie verbraucht. Das ist ein niedriger Verbrauch für 6 Stunden Arbeit auf dem Feld, aber okay. Lassen wir den jetzt mal zu Ende fahren. Was ich ja jetzt vergessen habe während des Kartoffelrodens, war die BGA im Auge zu behalten, nicht? Die ist jetzt leer gelaufen.
Ich habe ihn noch mal hier aktiviert. Er soll noch die BGA mal wieder voll machen, aber ja, wir hätten, also hätte ich dran gedacht, hätten wir noch mehr in der BGA verarbeiten können während der Kartoffelroderei, aber ich habe es leider vergessen. Naja, in 10 Minuten wird abgerechnet. Der kleine Bunker, na klein, der ist hier bei 28%, was das Gären angeht, zur Silage. Naja, wie viel hier drin ist, kann man schlecht sehen. Also es wird nicht angezeigt, aber das ist noch ein bisschen was hier. Aber mal sehen. Wir werden vielleicht noch einen dritten Bunker anlegen müssen. Für alle Fälle. Und wenn wir einen dritten Bunker haben, den aber irgendwann nicht mehr brauchen, denke ich mal, ist es auch nicht so schlimm. Wenn der dann irgendwo leer bleibt, nicht? So, die letzten Meter. 1 Minute 35, sagt er. Er wurde gerade noch mal abgetankt. Dann haben wir es gleich. Die letzten Meter. Dann hat das mit den Kartoffeln ein Ende. Wo sind denn die ganzen Abfahrer? Ah, einer kommt zurück, einer fährt weg, einer steht hier. Oh, das ist mal neu. Dass er sich festfährt, ist mal wirklich was Neues. 73%. Okay. Also, das erlebe ich selten, ne? Dass Autodrive dann irgendwie an den Bäumen steckt bleibt oder so. Kann vielleicht sein, dass er in einer ungünstigen Position abgeladen hat. Und das dann deshalb dann, ne? So. Nochmal abladen hier. Dann kann ich die Ruder nämlich abgeben. Vor Mitternacht noch. Die sind ja nur gemietet, ne? Ich weiß nämlich nicht, wie das ist mit den Kosten. Mietkosten dann. So, Ruder aus und dann gucken wir mal in die Garage, gemietete Fahrzeuge. Zurückgeben. Ja, zurückgeben. Ja, zurückgeben. Ja, und wechseln sie wieder. Ja, wie es mit den Kartoffeln weitergeht, weiß ich so nicht. Ich muss ein Kartoffelfeld haben, auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken, suchen. Kartoffelsilo anliefern. Da fährst du jetzt hin. Und dann müssen wir auch demnächst Kartoffeln anpflanzen. Im Moment haben wir ja das Glück, dass wir auch einen ziemlichen Vorrat angelegt haben. Du kannst nach Hause fahren. Du bist leer. Du wirst nicht mehr gebraucht. Der fährt jetzt abladen. Der 1050 fährt abladen. Da muss hier irgendwo noch einer rumturnen. Da ist er. Du brauchst auch nicht mehr zum Feld zurück. Wegfahren. So. TTV Varior, also der fährt nach Hause, den wollte ich gar nicht, den wollte ich. Der hat die Brennerei beliefert die ganze Zeit und ja, gucken wir jetzt einfach gucken. Er hat die ganze Zeit die Brennerei beliefert und dann kam der plötzlich nicht zurück und dann habe ich gesehen, ja, voll, ne? 500.000 Liter Kartoffeln, Schluss, Brennerei, randvoll. Die Kartoffelfabrik verträgt offensichtlich mehr. Da passen auch mehr Kartoffeln rein.
So. Oder auch nicht. Oder weiß man's? Doch. Hier passen 1 Million rein. Das sehen wir unten rechts. 486.490 Liter Kartoffeln sind drin. Das sind nur 48%. Also können wir über den Daumen sagen, passen hier 1 Million Liter Kartoffeln rein. Eingelagert haben wir. Ja, auch immerhin, ne? 570.000 Liter. Da kommt jetzt noch ein bisschen was vorbei. Vorbei. Dazu. Vom John Deere. Jetzt bin ich aber beim Überlegen. Was habe ich davon, wenn ich die Kartoffeln hier im Lager lasse? Eigentlich könnte ich die dem Verarbeitungsprozess zuführen. Sprich in die Kartoffelfabrik. Aber man weiß ja nie, wie sich das hier alles noch entwickelt. Ich denke, es ist weiser, bevor wir ein Kartoffelfeld haben mit einem Roder, wo wir dann regelmäßig dran arbeiten. Lasse ich mal die Kartoffeln als eiserne Reserve noch da im Silo drin, nicht? Vielleicht finden sie noch Verwendung. Dass ich sie dann da raushole und auf die Produktion verteile oder verkaufe, das kann ich ja dann immer noch machen. Die laufen ja nicht weg und die werden ja hier auch nicht gammelig. So, du bist auch leer, du kannst dich auch wegparken. Sehr schön. 23:58 Uhr, noch 2 Minuten, dann wird die BGA abgerechnet, also um Mitternacht halt, ne? Dann kriegen wir das auch noch mal mit. Hier sind jetzt die letzten Kartoffeln. Wir gehen hier ins Kartoffelsilo, habe ich es einfach mal genannt. Fertig. Ich brauche das ja nur für die Kartoffeln. Und so wie ich das eingefahren habe, hat es bis jetzt auch wunderbar funktioniert. Es gab hier keine Unfälle oder Verknubbelungen, Verknotungen, Staus. Also, wir hatten schon schlimmere Projekte, ne? Mit mehr Chaos. Definitiv. So, 1 Minute noch, bis die BGA abgerechnet wird. Die Roder sind weg, die Abfahrer sind Richtung nach Hause. Und für die Kartoffeln, ja, man muss sich echt überlegen, was für ein Feld man da nimmt. Soll nicht zu groß sein, es soll nicht zu klein sein. Ah, das ist unser ehemaliges Baumwollfeld, das wir abgeerntet haben. So, entladen, dann kann ich dich jetzt auch nach Hause schicken. Es ist Mitternacht. Jetzt wurde alles abgerechnet, jetzt müssen wir warten. Das sind hier Reparaturkosten und also Betriebskosten für die Fahrzeuge. Die werden ja um Mitternacht alle repariert. Jetzt taucht hier irgendwann die grüne Summe auf von der Abrechnung für die BGA. Da wir aber so viele Fahrzeuge und Geräte haben, ist die Liste von den Kosten natürlich lang. Und wenn die Fahrzeugkosten abgerechnet sind, da kommen ja dann auch noch die Gebäudekosten hinzu, ne? Jede Produktion, jedes Gebäude, was uns gehört, kostet ja auch was. Also ich finde, die Kosten sind überschaubar. Aber wenn man jetzt wirklich da, BGA 277.000, Betriebskosten Gebäude 26.000. Im Vergleich zu der Menge an Gebäuden, die wir haben, ist das gering, ne? Aber trotzdem, wenn man hier immer auf, ja, also so spielt, dass man immer wenig Geld auf dem Konto hat, ne? Investiert, investiert, dann geht das ruckzuck. Dann steht man plötzlich im Minus. Okay, der ist auf dem Weg zum Wegparken. Das Kartoffelprojekt ist dann hiermit beendet. Ja. Hier wird die BGA nochmal befüllt. Ich denke, ich lasse die nochmal voll machen. Und dann ist
ja die Geschichte abgeschlossen. Ich werde dann wieder vorspulen, Zeit verstreichen lassen, dass dann halt alle Felder reif sind. Und dann geht's weiter. Ne? Dann haben wir natürlich vor der Brust jetzt die Brennerei und die Kartoffelfabrik ganz laufen zu kriegen. Wir müssen für die Brennerei dann halt noch beim Sägewerk, die Böttcherei heißt sie, glaube ich, bauen, dass wir Fässer produziert kriegen. Ja, schaffst es? Ja, ne? Du schaffst es. Der macht das die ganze Zeit so fleißig und zuverlässig. Und jetzt sitzt du gleich vor der Wand. Und da kommst du nicht weiter. Ne? Das passiert immer mal. Ist ja nicht schlimm. Mache ich den aus? Ich starte den Motor. Es wäre wohl also auch sinnvoller gewesen, eine kleinere Schaufel anzubauen. Eine große Schaufel ist was für ein Radlader, ne? Auch wenn er das hier ganz gut verarbeitet. Okay. Das war's mit den Kartoffeln, ihr Lieben. Kartoffelfabrik ist vorbei und geschafft. Ich mache, wie gesagt, hier noch die BGA voll. Und dann haben wir das. Das ist dunkel. Ja. Ich war wieder und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.